Ja, Christian, eine Niederlage im 329. Wiener Derby. Was sind deine Gedanken zu diesem Spiel? Die ersten Gedanken, die ersten Gefühle sind, dass die Niederlage extrem schmerzt, dass wir einfach ja, jetzt nach 6 Runden wirklich vor einem Fehlstart sprechen müssen. Und, ja, und wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und über die Länderspielpause die klaren Entscheidungen und Schlüsse fassen, damit wir aus dieser Abwärtsspirale so schnell wie möglich rauskommen. Diese Abwärtsspirale und vor allem diese fürchterlichen oder teilweise fürchterlichen Abwehrfehler, oder? Ja, das müssen wir abstellen. Das ist, so wie vor dem Spiel schon gesagt, das war meine Meinung in den letzten Wochen, wir müssen einfach schaffen, hinten Stabilität reinzubringen. Personelle Stabilität, aber auch in unserem Abwehrverhalten Stabilität reinbringen. Das wird einmal sicher der erste Schlüssel sein, neben all den Basics, die wir auch dann besser machen müssen. Und ja, das werden jetzt unsere Aufgaben sein. Und dann müssen wir nach der Länderspielpause ein verändertes Gesicht sein. Was sagst du allgemein zum Auftreten der Mannschaft, zum Aufbäumen oder Nicht-Aufbäumen nach dem 2:1? Ich denke, insgesamt war es einmal ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel mit vielen technischen Fehlern, wo wir eben, wie ich vorher gesagt habe, hinten viel zu viel zugelassen haben. Rapid hat dann auch zu den richtigen Momenten die Tore gemacht. Wir haben es eben nicht geschafft. Unsere, wir, denke ich, hatten nach bei 1:1 auch gute Möglichkeiten, selbst nochmal in Führung zu gehen. Schaffen wir es einfach nicht, die Momente, entscheidende Momente im Spiel für uns zu bekommen und so ein Spiel in unsere Richtung zu bringen. Es gelingt uns im Moment nicht und ja, wir brauchen Lösungen und das ist jetzt unsere Aufgabe und das sind wir alle gefordert. Alex Grünwald hat gesagt, er würde am liebsten in 2 Tagen gleich wieder spielen. Bist du froh, dass jetzt einmal Länderspielpause ist, dass ihr ein bisschen Zeit habt zum Trainieren und zum Verbessern? Ja, dass wir uns verbessern müssen, liegt auf der Hand. Natürlich nach so einer schmerzhaften Niederlage will man so schnell wie möglich wieder spielen. Aber Zeit ist jetzt auch gefragt, damit wir einfach Dinge verbessern müssen. Und ja, das werden wir jetzt intensivst nutzen in der Länderspielpause.